Wir messen schon seit Jahrzehnten, dass der Ausstoß von Treibhausgasen, insbesondere von CO2, kontinuierlich ansteigt. Infolge erwärmt sich die Erde und das führt dazu, dass Eis schmilzt und deswegen steigt der Meeresspiegel. Und das bedeutet natürlich für viele Regionen die Bedrohung ihrer schieren Existenz. Das sind gerade die Entwicklungsländer, die in ganz besonderer Art und Weise leiden werden durch Meeresspiegelanstieg, aber auch durch die Zunahme von Wetterextremen. Die Menschen, die in den Ländern leben, in denen der Klimawandel besonders große Auswirkungen hat, die werden sich im Extremfall eine neue Heimat suchen müssen. Die Schöpfung ist uns von Gott anvertraut. Wenn wir gläubige Menschen sind, dann bewahren wir die Schöpfung zur Ehre Gottes und für die Menschen, die gottesgeliebte Geschöpfe sind. Und wir haben das zu bewahren für alle Generationen bis zum Ende dieser Welt. Ein breites kirchliches Bündnis aus Landeskirchen, Bistümern, Hilfswerken, Jugendverbänden, Umweltbeauftragte der Landeskirchen und Bistümer hat sich zusammengeschlossen und möchte einen ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit starten. Als ökumenisches Bündnis erheben wir die Stimme für unsere Partner, für die Bewahrung der Schöpfung, für Klimagerechtigkeit. Das ist unsere Verantwortung. Der Pilgerweg startet am 13. September in Flensburg und geht dann über Hamburg, Münster, Wuppertal, Köln, Trier nach Paris. Dort werden wir am 6. Dezember mitten in der Klimakonferenz ankommen. Die Ergebnisse des Klimagipfels von Paris im Dezember dieses Jahres werden entscheidend sein für die Zukunft unseres Planeten. Ein weites Verzögern und Vertagen von ambitionierten weltweiten Klimazielen wird, und das wissen wir schon heute, zu einem globalen Kollaps führen. Und deswegen machen wir uns gemeinsam auf nach Paris, denn wir sagen, geht doch, Klimaschutz ist möglich. Wir gehen mit.